Der folgende Comic-Talk-Clip wird präsentiert von Sammlerecke. Comics und Romane. Europas größte Comic-Auswahl in Esslingen bei Stuttgart. Und was ich gelernt habe, ist, dass Jesus ein Wiedergänger ist. Dass eine komplette Christengemeinschaft einem Zombie huldigt, kann man das so sagen? Die Hölle war voll und er kam wieder. Netzstecker und Netzsteckerinnen, egal wo ihr jetzt steckt, wir haben immer noch Ende November, wir sitzen immer noch im Planeten-Nippes und es ist immer noch sehr, sehr kalt. Ich bin sehr dankbar, ich habe hier eine Tasse heißes Wasser und habe einen Mantel über der Beine. Ich bin ein altes Mädchen, ich brauche Wärme um die Blase herum. Wir haben eine wunderbare Sendung, auf die ich mich wahnsinnig freue, mit tollen Gästen, mit sehr spannenden Diskussionsgegenständen. Ich begrüße vom Häze Tillmann, the Creeper Kurt. Genau, wirft das Haar. Der zweimalige Eisner Award-Winner Alexander Braun ist in the house. Und die herrliche Jennifer Daniel, die ein Versprechen wahrgemacht hat. Wir waren in Erlangen, wir haben einen Comic-Talk gemacht. Und wir sehen uns wieder, werde ich schon nervös. Mit deinem Body, ich und Namen. Sag schnell, deine Freundin. Franziska Rouflet. Franziska, ja. Rouflet, das Abenteuerhuhn. Genau, Adventure. Wir sprachen über das Gutachten. Und dann haben wir so flapsig gesagt, ach, die Jennifer und die wieder. Und dann rief jemand, die ist ja hier. Ja, ja. Und dann haben wir dich auf die Bühne gezerrt. Ja, ich wollte auch. Ne, ne, wolltest auch. Ja, ja, ja. Wolltest ja, auch, ja. Ne? Ich glaube, das ist überhaupt so ein Vorurteil, dass die Comiczeichnerin an sich so nerdig ist und die Öffentlichkeit scheut. Ich glaube, ihr seid schon Rampensäure, ja, auch, ne? Ja, voll. Muss man wir auch. Wir lieben das. Ja? Ja. Du hast die Haare inzwischen abgeschnitten, steht dir hervorragend. Schön auch mit dem Rot, wir beide so ein bisschen farblich, Ton in Ton. Liebe Jennifer, falls irgendjemand nicht weiß, was du Großartiges geleistet hast, es gibt einen Film über dich. Jennifer, mhm. Ich hätte ja in Tränen ausbrechen können an dem Abend, weil ich ja wusste, weil am nächsten Abend die Gala war, dass du den Preis nicht bekommst und fand es nicht gut. Also ich hätte dir den Preis natürlich gegeben. Aber nichtsdestotrotz die Frage, was hat sich seit Erlangen getan? Ja, es ist einiges passiert. Ich habe auf jeden Fall ein bisschen entspannen können danach. Das war ja High Life. Also für mich war das erste Mal. Warst du das erste Mal in Erlangen? Kommt nee, ich war jetzt schon ein paar Mal in Erlangen. Ich war, ich glaube, 2012 das erste Mal in Erlangen. Aber dieses Mal Erlangen war halt unglaublich toll, weil das war nach der Pandemie. Man hat sämtliche Freundinnen und Freunde wieder getroffen, die auch Comiczeichnerinnen sind. Man konnte sich so viel angucken und ich habe halt 5 Jahre an Gutachten gearbeitet, also wirklich 5 Jahre lang gezeichnet. Das ist wirklich Wahnsinn, was ihr da für eine Zeit immer investiert. Und jedenfalls konnte ich danach mich so ein bisschen erholen und wieder mich neu sortieren, neue Ideen sammeln.
Die Franziska Rouffler sagte ja innerhalb der Sendung, als sie sagte, ach, arbeitet die Jennifer an einem neuen Projekt? Ja, da darf ich aber nicht drüber sprechen. Jetzt habe ich aber gegoogelt natürlich und lese überall schon, dass du an einem neuen Projekt arbeitest, nämlich das Erbe, oder wie heißt das? Unser ja, Erbe. Das ist mein Arbeitstitel, genau. Der Arbeitstitel. Mhm. Ja. Aber weil ich ja weiß, dass du das Gutachten kreiert hast aufgrund einer alten Fotokiste deines verstorbenen Großvaters, was dich total inspiriert hat, so ein altes Foto und die... Genau. Wenn ich lese unser Erbe, ist das wieder eine familienbasierte Geschichte? Es kommt eine Familie drin vor, aber es ist in dem Fall nicht meine. Was ich aber machen möchte in dieser neuen Geschichte ist, das Gutachten ist eine sehr männliche Perspektive eigentlich auf die späten 70er. Es gibt natürlich die Studentin, die aber ums Leben kommt, die aber keinen so richtig aktiven Part in der Geschichte hat, sondern man ist nah bei den Protagonisten. Und die neue Geschichte, an der ich arbeite, soll eben auch eine Kriminalgeschichte werden, aber einen viel weiblicheren Blick auf die Geschichte und auf gesellschaftliche Themen haben. Und ich weiß noch nicht genau, ob es wieder ein bisschen was mit den 70ern zu tun haben wird, aber es wird auch eine andere Zeit, also auch in der diesigen Zeit spielen. Aber es geht um eine Beziehung zwischen einer Mutter und ihrer Tochter. Ich denke nur gerade. Ja, ich habe auch viel gesagt. Nö? Ich fand's normal. Ja, gut. Nein, ich denke nur gerade, wenn du jetzt, ich sag's jetzt mal ganz doof, aber nur das zum jetzigen Zeitpunkt weißt. Mhm. Was weißt du denn? Du kennst den Krimi-Plot, ist der dir, den hast du? Ja, ich weiß schon, wer die Tote ist und ich weiß... Und hast auch schon Skizzen von der Leiche gemacht? Ja. Ein bisschen anskizziert, aber es ist wirklich noch alles roh. Ich befinde mich eigentlich noch in der Phase, wo ich sehr viel recherchiere, weil ich, wie gesagt, ich finde es interessant, auch einen Bezug zur Geschichte zu nehmen oder auch zu gesellschaftlich relevanten Themen. Und deswegen kann man sich da ja bis ins Endlose recherchieren. Das kann man. Genau. Und da bin ich jetzt gerade und ich gucke mal, wann ich da den Punkt oder das Beil fallen lasse und sage, jetzt höre ich auf und das und ist jetzt die Geschichte. Jetzt fange ich an. Richtig. Weil sich manchmal die Geschichte auch während der Arbeit entwickelt. Auf jeden Fall. Das war bei dem Gutachten auch so. Da war bis zum Ende immer noch mal so die Überlegung, hier möchte ich unbedingt noch mal eine Szene ergänzen, um jetzt zum Beispiel Miriam Becker mehr Tiefe zu geben oder den Bezug zu dem Sohn zu zeigen. Und das finde ich auch schön. Ich arbeite auch nicht linear, sondern ich arbeite wirklich an allen Ecken und Enden gleichzeitig. Also ich füge was dazu, ich bearbeite erst irgendwie eine schwierige Szene aus, dann gehe ich wieder zum Anfang. Also es ist, und du weißt jetzt schon, dass das wieder ein halbes Jahrzehnt sein wird? Es ist realistisch geschätzt. Vorher habe ich immer gesagt, ja, ich mache das in 2 Jahren fertig, kein Problem. Aber wenn man sich mal so umhört in der deutschen Comiczeichnerin-Szene, dann sind 5 Jahre eigentlich fast nichts. Normal. Es ist nichts. Also wenn man die Geschichte schreibt und die Skizzen macht, die Kolorierung macht. Und dann das größte Thema ist natürlich die Finanzierung. Also wie schaffe ich es, mir dieses Projekt zu finanzieren, dass ich eben auch die Arbeit, die da drin steckt, irgendwie... Na gut, das können wir eh vergessen. Bezahlt kriegt man die nicht, aber man muss ja von irgendwas leben. Und was machst du nebenbei an Geldbringjobs? Ich arbeite als Illustratorin, aber auch als Dozentin an der Hochschule und habe so einen Mix aus Kunden für Zeitschriften, aber auch Werbekunden und mache halt Dienstleistungsillustrationen. Also wir haben ein paar Projekte da eben auch in diesem kleinen Video zusammengeschnitten gesehen. Das heißt, da waren jetzt Business-Illustrationen dabei. Das sind Menschen, die auf Tandems fahren und Teamgeist repräsentieren, bis hin zu schönen Projekten wie bei der Gemüseakademie, wo man dann die Zielgruppe Kinder hat. Ich finde das immer sehr spannend. Es gibt eine Gemüseakademie! Ja, das ist ein ganz toller Verein, sollte man sich unbedingt mal angucken. Das ist aber lustig. Ja, und dann sitzen die da alle als Möhrchen und Brokkoli oder was? Mit schönen Kostümen? Ja, die haben auch echt, das ist ja süß. Ja, gut. Also die Kinder an sich nicht. Den Kindern wird beigebracht, wo Gemüse herkommt, wie man Gemüse anbaut, indem sie es eben selber machen. Und die Gemüseakademie gibt den Kindern und eben den Ehrenamtlern, Lehrern etc. Lehrmaterial mit auf dem Weg. Also, und die sind schön aufbereitet mit Illustrationen, sodass die Kinder spielerisch lernen, was gibt es für Gemüsesorten, was sind die Schädlinge, was brauchen die, etc. Super. Ja, es ist sehr schön. Ja. Ich höre das ja oft, dieser riesige Arbeitsaufwand, den die Künstlerinnen da investieren. Wenn ich dich jetzt spontan frage, ist Comic-Künstlerin der schönste Beruf der Welt? Oder sagst du, ach, ich wäre doch lieber Bademeisterin geworden? Könnte ich ja schnell umschulen, ne?
Natürlich, also ja, das Herz sagt auf jeden Fall ja, dass das der tollste Beruf der Welt ist, aber ich würde es nicht unbedingt jetzt Beruf nennen. Aber die Möglichkeiten, die man hat mit dem Medium, ja, Comics zu erzählen. Also klar, es ist eine Berufung. Wenn du auch kein Talent hast, kannst du dir die Berufung auch von der Backe schmieren. Das ist richtig, aber ich glaube, es überwiegt eher die Leidenschaft für das Medium an sich, sich darin zu verewigen und damit zum Ausdruck zu bringen, als dass ich sage, das ist eine Karriere im Sinne, wie wir Karriere verstehen. Ne? Also da verdiene ich Geld mit und am Ende bin ich Präsidentin. Jetzt mit der Falschen. Ich habe auch nichts gelernt. Ja, aber ich bin ein Kind eines Bankers. Vielleicht ist das da das kommt Ding, das aber ne? dann. Ich ja, bin ja. auch Kind einer Beamtin, hätte ich beinahe, eines Beamten. Ich brauchte auch eine Zeit lang, um da das... Aber es ist immer schwierig im Hotel, wenn früher musste man noch reinschreiben, Beruf. War immer schwierig. Weil eigentlich mache ich so viel Zeug, aber ich kann ja irgendwie nichts, habe auch nichts gelernt, keinen Abschluss. Du bist jetzt tief gestapelt, also, ne? Nein, ich habe dich lieb, aber das empfinde ich eben bei Comic-Künstlern überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Für mich ist das sowas von einem Beruf und Berufung. Gut, das liegt vielleicht auch an meinem Respekt vor Künstlern. Weißt du, was ich spannend fand? Ich habe gelesen, du hast einen eigenen Pinsel, nämlich den Jenny Aqua. Das ist korrekt. Hast du den erfunden? Hast du den selber so modifiziert, dass das der Jenny Aqua Pinsel ist? Und wirst du den patentieren lassen? Und was ist das Geheimnis des Jenny Aqua Pinsels? Also das Geheimnis ist, dass ich nur digital zeichne und mit diesem Pinsel am Ende alles so aussehen lasse, als hätte ich ewig mit einem Gouache-Pinselchen an meinem Schreibtisch über einem Aquarellpapier gesessen. Gib mir High Five. Und wieso hast du den nur? Weil ich mir den so zusammengebaut habe aus einer Pinselstruktur am Computer und dann kann ich den digital auf meinen digitalen Pinsel setzen und dann male ich den. Jetzt mal ohne Quatsch, also ich kenne mich mit Computer überhaupt ja. nicht aus. Du hast im Computer so Skills, Pinselchen oder Borsten. Ja. Du hast da so Skills und dann sagst du, okay, mein Pinsel sagt Hülse. Also ich weiß, also pass auf, ich habe einen Bildschirm. Ja. Auf dem man malen kann mit dem Stift. Ja. Und ich kann dem Stift im Prinzip sagen, der ist drucksensitiv und der geht auf den Winkel ein. Und ich kann im Prinzip bestimmen, was vorne rauskommt. Also ob es dann ist wie mit einem Pinsel gezeichnet oder wie mit einem harten Tuschestift. Ja. Und der hat halt so eine Aquarellstruktur. Und das hat bislang kein anderer Computer dir zur Verfügung gestellt, oder was? Nee, also ich glaube, es ist absolutes vielleicht Illustratoren-Allgemeinwissen. Okay. Ich bin jetzt hier nicht außerordentlich damit. Das heißt, aber du würdest das Geheimnis nicht teilen mit anderen Kolleginnen? Doch, die können das natürlich, aber ich würde meinen Pinsel niemals rausgeben, das ist meiner. Den kriegen die nicht. Aber das heißt, ist das ein Programm, was du theoretisch verlinken könntest, Photoshop. Wenn du es tust? Du kennst doch Photoshop. Ja, aber ich habe mal davon gehört. Und da drin und bin manchmal dankbar, wenn ich 20 Jahre jünger aussehe. Genau. Da gibt es nicht nur den Weichzeichnerpinsel, sondern da gibt es verschiedene. Also es ist eigentlich, als hättest du ein Programm und da sind alle Malmaterialien drin, Buntstifte, Kreide und so weiter. Und du wählst es an und dann malst du damit und dann siehst du aus. Faszinierend für mich ist ja, dass du offensichtlich etwas ganz Individuelles zusammenstellen konntest, was du auch bei einer anderen Kollegin noch nicht gesehen hast. Diesen besonders feinen Strich. Aber da müssen die anderen doch mit langen Zähnen sagen, Daniel, was hast du denn da für einen Stift? Wie hast du das hier gemacht? Jetzt vielleicht. Aber jetzt so, vielleicht. Dann zeige ich dir das und dann sagen die so, ach so. Wir freuen uns wahnsinnig, dass du heute nach Köln gekommen bist. Zum Glück nicht so weit aus unserer Partnerstadt Düsseldorf. Oh, Partnerstadt? Ich bin ja gegen diesen Hass. Ja, ich auch. Ich bin total gegen diesen Hass. Das schüren, aber ja, nein, das ist meine Tilly Vanilli, der will das schüren. Jennifer Daniel ist da, liebe Leute. Woo! So, mein lieber Tilly Vanilli, du hast dich bestimmt nicht gewundert, dass ich dich heute Abend annonciert habe als Tillmann the Creeper Kurt. Warum? Warum? Pourquoi? Warum? Du kommst selber nicht darauf? Creeper? Dieser Superschurk oder was? Nein? Du kommst selber nicht darauf. Der Creeper? Stimmt. Heiß. Der Creeper Schatz, du hast mitkuratiert im Comichaus Köln. Die Schurkenausstellung. Nicht ganz wahr. Na gut, dann erzähl's mir gleich richtiger. Tatsache ist, dass ihr euch selber in dem Heftchen vorgestellt habt und jeder hatte so ein Alias mit hier, welcher Superschurke er denn sein könnte.
Und The Creeper scheint ein Journalist zu sein mit langem Haar. Genau, deswegen wegen der Haare. Kam man relativ schnell auf The Creeper. Wegen der Haare, das ist korrekt. Der hat so eine wilde Mähne in Rot, glaube ich. Und das dachte ich, das passt zu mir. Und die haben mich gezwungen, mir einen Superschurken auszusuchen. Ich wollte das gar nicht. Siehst da habe ich mir dann den Creeper genommen. Du hast also nicht kuratiert? Nee. Lohnt sich aber das Hingehen? Köln Comic House immerhin. Wir haben geniale Menschen, die auch Führungen machen. Die machen das sehr kompetent, sehr einbeziehend. Das ist großartig, aber Superschurken, Superhelden sind ja nicht mein Ding. Darum habe ich mich da rausgehalten bei dem Superhelden, Superschurken-Ausstellung. Was hast du denn dann auf dem Foto gemacht? Mich reingedrängelt? Na, ich gehöre schon. Was musst du doch gemacht haben? Hast du Bilder aufgehängt oder was? Ich habe mit am Tisch rumgesessen, da haben sie mich mitfotografiert. Ja, es ist so, was soll ich denn hier sagen? Nein, ich gehöre zum Freundeskreis des Köln Comic Houses. Man trifft sich, man brainstormt, dann macht man ein Foto, dann ist man Pom super Schurke. Ja, so läuft das. Ich fand es sexy. Wie geht's dir? Ganz gut, danke. Bevor ich auf dich heute Abend getroffen bin, ging es mir gut. Na. Tillmann, ich kann mich nicht länger mit dir aufhalten und ich will es auch nicht, weil Alexander Braun hier in der Runde sitzt. Alexander Braun, ich durfte dir dieses Jahr in Erlangen mit überreichen einen Max-und-Moritz-Preis und habe da schon in dich rein gegoogelt. Du bist ein bildender Künstler, du bist ein Kunsthistoriker und du hast auch im dritten Fach Archäologie studiert. Und man hat dir bereits 2 Eisner Awards wirklich. In den USA bist du hingeflogen? Nee, bin ich nicht hingeflogen. Der zweite war 2020, Corona, alles digital. Und der erste war 2015, aber da in Amerika nicht vorgesehen ist, dass es ein Deutscher gewinnt, ist das Prozedere so, die Gala ist am Freitag und am Donnerstag sagt man den Menschen, dass sie zur Gala kommen sollen. Und die haben also den Verlag, den Taschenverlag in New York angerufen. Die wussten damit nichts anzufangen. Dann haben die ihre Grafiker in Los Angeles angerufen. Und ich habe es am Montag nach der Preisverleihung erfahren von einem amerikanischen Kollegen, der mir gratulierte und ich wusste nicht wozu. Und die haben dir das auch nicht geschickt? Doch, doch. Wie sieht der denn aus? Ist ganz schön, hat so einen Sockel mit Gravur und oben ist seine Weltkugel. Und das ist alles relativ schwer, also gar nicht plastikalisch, sondern durchaus hochwertig. So, und bevor ich mir jetzt einen abbreche mit Ablesen, korrekter Ableserei, sagst du bitte, wofür du die bekommen hast? Für die Gesamtausgabe von Little Nemo in Slumberland von Winsor McCay und die Gesamtausgabe der farbigen Sonntagsseiten von Crazy Cat von George Harriman. Und da die im Taschenverlag erschienen sind und da immer dreisprachig, Englisch, Französisch, Deutsch. Haben die das mitbekommen? Haben die das mitbekommen, konnten es lesen und fanden es preiswürdig. Ich wusste, dass die Bücher auf der Shortlist waren. Die haben dann immer so Vorauswahlen und 5 Titel, die Shortlist sind. Und da waren aber sehr gute amerikanische Titel drauf und Fantagraphics, die Gesamtausgabe, Floyd Gottfriedson, Mickey Mouse Trips seit. Jetzt bist du ja gar nicht irgendwie so ein zittriger 90-jähriger Professor. Du bist ein junger Mann in der Mitte deines Lebens. Wo nimmst du die Kraft, die Zeit her, all diese unglaublich dicken Schwarten zu kreieren, zu machen, zu recherchieren? Das kannst du nicht alles alleine machen. Doch. Ja, man muss seinen Freundeskreis abschmelzen, irdische Lustbarkeiten entsagen, viel am Schreibtisch sitzen und fleißig sein. Bist du im wahrsten Sinne des Wortes ein Nerd? Doch musst du ja sein. Nö, also würde ich so nicht empfinden, weil ich ja versuche immer den Horizont relativ weit zu ziehen. So Nerds sind ja eigentlich so Spezialwissen im Tunnel. Und ich versuche es ja immer an bildende Kunst anzukoppeln, an gesellschaftliche Entwicklung abzukoppeln. Für George Harriman war ganz wichtig, mal in Amerika in den Wüstengegenden zu sein, weil das spielt ja da in diesen Wüstengegenden und diese existenzielle Leere dieser Landschaften ist einfach durch Bilder nicht zu transportieren. Man muss da mal gewesen sein, um zu verstehen, was er da wiederum als großen Reiz empfunden hat, dass er seine Geschichte da angesiedelt hat. Nee, würde ich. Also Nerd, als Nerd empfinde ich mich nicht. Jedenfalls bist du sowas von preiswürdig,
Das kann man ja nicht genügend schätzen. Ja, da ist der Horror im Comic. Aber wo ist denn der Will Eisner? Der ist da noch ein Band irgendwo. Steht der hier? Nee, der ist nicht hier. Der ist ja auch schon, der ist gar nicht hier. Ja, der ist auch schon wieder vergriffen. Und ist auch schon wieder vergriffen. Ja. Liebe Leute, macht einen Trommelwirbel. Tillmann, du kannst auch Trommelwirbel. Macht mal bitte einen Trommelwirbel. Nee, nicht. Alles gut. Ich habe ein Geschenk bekommen von Alexander Braun, von der ersten Ausstellung, die er in dem Showroom in Dortmund, den er auch initiiert und gegründet hat, wo er auch der Kurator ist. Die allererste Ausstellung, Karl Barks Ente Süß-Sauer. Komplett vergriffen, dieser Katalog. Journalisten kamen aus Korea und sind weinend nach Hause gefahren, weil sie diesen Katalog nicht mehr bekamen. Und Alexander Braun hat mir heute ein Geschenk mit der Widmung. Und das ist besonders heulenswert für mich, weil ich weiß nicht, ob du das weißt, dass ich Karl Barks Fan bin. Das hat man mir ja gesagt. Kardinal erzählt. Und deshalb habe ich... Mein Buch hast du gar nicht gelesen. Nee. Liebe, Lust und Leidenschaft. Nee. Da habe ich meine Lieblings-Karl-Barks-Geschichten machen dürfen im Ehapa-Verlag. Egmont. Besorge ich mir. Antiquarisch oder gibt es noch? Ah, ich fürchte, es gibt es nicht mehr. Wie sonst? Kriegen wir. Ich habe auch nicht mal mehr eins im Alles Regal. Gut. Du weißt ja, wie es ist. Kriegt er, ne? eBay. Das kriegt ihr. Ja, ja. Das müsste dir eigentlich gefallen, glaube ich, hoffe ja, ich. Ja. Weil ich habe, mich würde das dann sehr interessieren, nachdem du ja diese Ausstellung gemacht hast, ob ich da die richtigen Geschichten ausgesucht habe, deiner Meinung nach. Ja, ich bin kein Donaldist oder so. Also ich bin da nicht, auch nicht nerdfanatisch. Ich gucke mir das mit Abstand an und mit Leidenschaft und habe es als Kind halt auch sehr gerne gelesen. Und es ist wirklich großartig. Also, aber man, die Donaldisten sind ja sehr verspannt und sektiererisch. Und ich finde, man kann da auch ganz nüchtern, sachlich drauf gucken und ist sehr, sehr großartig. Man kann es auch großartig. Einfach nur lieben, so wie ich. Und man muss keine Religion draus machen. Nee. Das kann ich ja eh schlecht mit der Religion, auch wenn ich hier mit dem alten Jesuslappen sitze. Der Kardinal hat mir tollerweise den Eisner und den Horror im Comic, den Horror im Comic haben wir in der Deko neben dir stehen, mitgebracht. Danke dafür. Und ich möchte dir wirklich ein Kompliment machen. Diese dicken Dinger, also für mich ist es schon unsinnig, weil ich wirklich nicht weiß, wie ich es im Bett lesen soll. Ich kann es nicht. Ich würde ersticken. Jetzt war ich aber so klug, ich habe einen stabilen Tisch, habe es einfach da draufgelegt, habe mir ein Licht drauf gemacht und habe mich einfach mal mittags hingesetzt und habe mal durchgeblättert. Und eigentlich hatte ich gelesen, Roger Willemsen hätte 30 Seiten geschrieben. Nee. Das stimmt auch nicht. Ich zitiere einen Aufsatz von ihm, wo er mal eine Lanze für den Horrorfilm gebrochen hat. Ja, weil es steht auch nicht drin. Es steht zwar hinten in den Fußnötchen, Roger Willemsen, Zitat. Aber wie dankbar bin ich, dass ich es eigentlich gesucht habe und mich wirklich festgelesen habe. Mhm. Ich bin sowohl in dem Zombie-Kapitel, ich sage ja immer, ich kann mit dem Zombie-Zeug nichts anfangen, wie auch in dem Monster aus der Tiefe-Kapitel, musste ich mich festlesen. So fasziniert war ich von dem, was du da geschrieben hast und recherchiert hast, aber auch wie du schreibst. Du hast einen wunderbar leichten, tollen Stil mit Fakten, aber nicht so klugscheißend, nicht so wissenschaftlich. Es ist unglaublich entertainend. Ja, ich glaube, das ist so die Haltung, die dahinter steht. Das ist ja jetzt nicht... Ich habe ja auch mal eine Dissertation geschrieben in Kunstgeschichte. Also ich weiß ja, wie wissenschaftlich geht mit vielen Fußnoten und Apparat und sonst was. Das lesen die Leute aber nicht gerne. Und diese Arbeit, die wir da machen, ist ja eine Vermittlungsarbeit. Also wir wollen ja einerseits den Respekt für den Comic in die Mitte der bürgerlichen Gesellschaft tragen. Also die Leute, die das nur mit Kneifzange anfassen, die sollen begreifen, was das für eine großartige Kunstform ist. Und die Leute, die schon angefixt sind von dem Medium grundsätzlich, die brauchen halt vielleicht mal substanzielles Hintergrundwissen und eben nicht nur Nerdwissen. Also nicht, wann Spider-Man zum ersten Mal den grünen Kobold niedergeschlagen hat, sondern warum das auffällig ist, dass der Comic im frühen 20. Jahrhundert ein Leitmedium war in der Unterhaltungsindustrie und dass unsere Art, heute zu kommunizieren auf dem Tablet oder im Internet, ist ja eine ständige Simultanität von Text- und Bildinformationen. Das kommt vom Comic her. Und Rede. Wenn wir hier mit Kreativen sitzen, werde ich immer nicht müde zu sagen, alle anderen Bildmedien, Kino ist mächtiger geworden, der Comic war früher mächtiger, ist dann vom Film überholt worden. Aber alle diese Bildmedien brauchen ja unglaublich viel Geld, um zu entstehen. Ich brauche einen Produzenten, ich brauche eine Filmförderung, ich brauche Schauspieler, Maskenbildner, weiß der Kuckuck was. Während der Comic ja immer diese subversive Qualität behalten hat, Stift, Zettel, los geht's.
Und deshalb glaube ich, für ein Zeitalter, was so stark mit Bildern umgeht, ist dieser Comic einfach ein unglaublich wesentliches Element, um nicht nur in Mainstream-Globalisierung zu verschwinden, sondern um diese Stimme eines Individuums, das zu anderen Individuen spricht und dafür ganz wenig Produktionsmittel braucht. Absolut. Und Digitalisierung ist ja letztlich dasselbe. Wenn die Leute ihre Geschichten gleich posten können, ist das ja auch eine Form von extremer Barrierefreiheit. Ja? Ich glaube, dass das wirklich wir reden vom Comic häufig als so ein Nischenmedium, weil die Auflagen in Deutschland sind klein und sowas wie jetzt Comic-Ausstellungen finden eher selten statt im Vergleich zur Kunstausstellung. Aber ich glaube, dieses Medium an sich ist für unsere Zeit und für die Zukunft ein ganz, ganz wichtiges Medium, dass das lebendig bleibt. Und Ausstellungen darüber zu machen, ist halt auch eine Form Respekt dafür einzuwerben, weil es eben nicht auf Knopfdruck aus dem Computer kommt, sondern weil da Leute viele Stunden lang sitzen und eigentlich die gleichen Grundprobleme haben wie jeder bildende Künstler. Man hat eine weiße Fläche, man hat Zeichenwerkzeuge, muss sie irgendwie füllen. Man muss eine Komposition machen, man muss sich für den Hintergrund entscheiden, für Protagonisten und. Also das unterscheidet sich ja nicht von anderer bildender Kunst, außer dass es eine Erzählung verfolgt. Aber gucken uns mal das Filmchen an. Okay. Wirklich ein Wahnsinn. Ich habe jetzt durch das Lesen in dem Büchlein Horror im Comic erfahren, dass der allererste Zombie in der Comicwelt bei Karl Barks aufgetaucht ist. Bombi the Zombie. Ja. Was ja erstaunlich ist. Man dachte jetzt irgendwie durch dieses ganze Walking Dead gedrissen, das war immer schon ein Thema. Das stimmt gar nicht. Der Comic, Karl Barks war der erste, ich glaube 48 oder irgendwas in den 40ern. Und dann war das, glaube ich, erst in den 80ern. Oder wann haben die überhaupt angefangen? Ja, es gibt so diese Prä- und Post-George A. Romero-Zombies. Also diese modernen Zombies, diese schnelleren, die sind quasi so ab den späten 60ern. Dawn und die frühen Zombies, die kamen halt sehr stark aus diesem Voodoo-Kult und den Einwanderern, die so über Kuba und Afrika, also es gibt auch frühe Filme, so aus den 30er Jahren, so Schwarz-Weiß-Filme, wo schon Zombies auftauchen, ja. Aber die sind so vom Charakter ein bisschen anders als die dann, die ab den späten 60ern, 70ern so bis heute gehen, ja. Aber die Comics haben das viel später aufgegriffen als die Comics, Film. Also jetzt abgesehen von so Einzelbeispielen wie bei Barks, ja. Sind bei den Zombies relativ spät eingestiegen. Ja. Ja. Und was ich gelernt habe, ist, dass Jesus ein Wiedergänger ist, dass eine komplette Christengemeinschaft einem Zombie huldigt, kann man das die so sagen? Die Hölle war voll und er kam wieder. Ja, nein. Nee, aber Freunde, jetzt mal ohne Scheiß, der ist wieder auferstanden. Ja, was ist das denn anderes? Ist es nichts anderes? Ich finde es köstlich. Also das war toll, aber auch dieses die Abteilung Meeresungeheuer,
Es ist einfach spannend und darüber bin ich begeistert, dass man was lernen kann und hat so viel Spaß beim Lesen. Dein Showroom in Dortmund, den du mit initiiert hast. Ja, ist nicht meiner, ist Stadt Dortmund. Nee, aber das ganze Gedöns läuft auch auf, soll auf ein Museum oder auf eine Stiftung hinauslaufen. Also wir haben, als wir das vor 4 Jahren begonnen haben, gesagt, wir machen da einen Projektraum für 3 Jahre und wir gucken mal, wie es läuft. Und die schöne Idee war eigentlich, weil ja Städte völlig zu Recht nicht immer mehr Kostenapparate brauchen. Ja? Also Stadttheater kosten Geld, Opernhäuser kosten Geld, Konzerte. Also da ist ja viel Kultur, was ständig Geld verschlingt. Und da wird es uns, glaube ich, in Deutschland nicht gelingen, wenn jemand sagt, hier, liebe Stadt, mach mal ein Comicmuseum und bau mal erst ein Gebäude und mach mal 5 Planstellen und eine Cafeteria und eine Bibliothek und so, zu teuer. Und die Stadt Dortmund hatte in sehr guter Lage direkt gegenüber vom Bahnhof, links das DFB-Fußballmuseum, rechts die Stadt- und Landesbibliothek, wo wir dann mit der Comicabteilung sehr gut angeschlossen sind, hatten die ein leerstehendes Ladenlokal von 200 Quadratmetern und wollten nicht wieder einen Dönerladen drin haben oder eine Boutique und haben gesagt, lass uns was Niederschwelliges Kulturelles machen, also Eintritt frei. Kultur kostet immer Geld, dann nicht auch noch 1,50 Euro Eintritt nehmen, sondern mal ein Angebot an die Bürger. Und dann hatten wir so ein Agreement, das auf 3 Jahre zu machen, dann gucken wir, wo wir stehen. Und das funktioniert so hervorragend gut. Mit der Horrorausstellung hatten wir 10.000 Besucher. Die ganzen Sommermonate. Was hatte der Karl für eine Besucherzahl? Karl Barks? Ente Süß-Sauer? Das war die allererste. Ja, war die allererste, war auch sehr gut besucht. Weiß ich jetzt nicht, wir müssten es durch die Corona-Zeit, waren auch manchmal Verlängerungen der Ausstellung, man müsste es jetzt auf den Monat umrechnen. Aber im Sommer war tatsächlich diesen Sommer sehr erstaunlich, weil der war ja sehr heiß und warm, der Sommer. Und alle Museen waren leer und die Menschen gehen ins Freibad und in den Biergarten. Und wir hatten also Mai, Juni, Juli, August jeden Monat 1.500 Besucher. Geil. Ist ein Phänomen und das macht die Stadt glücklich, also die Politik. Weil der Herr Söder, der war ja in Erlangen und hat rumgesprochen, ja, wir machen ein Museum und wir machen ein Comicmuseum in Erlangen wahrscheinlich. Und Erlangen wäre ja auch prädestiniert, einfach aufgrund der langjährigen Tradition mit dem Comic-Salon. Aber wir in NRW könnten doch super eins gebrauchen. Ist ja auf dem besten Wege. Wir haben ja, deswegen frage ich dich, wird es in Dortmund ein Comic-Museum geben? Es ist auf dem besten Wege. Bitte, wenn ich was für euch tun kann. Schreib einen Brief an den Oberbürgermeister, der freut sich. Und der Stadt Dortmund? Ja. Das würde Eindruck machen. Das kann ich mir zwar kaum vorstellen, aber alle Daumen sind gedrückt. Ja. Nein, es sieht ganz gut aus, weil wir haben ja auch schon angefangen, wir hatten ja diese große Will-Eisner-Retrospektive und da waren wir ja mit den Erben oder der Familie im Kontakt und wir haben also schon auch Originale angekauft. Das heißt, wenn man ein Museum haben will, hat man ja eigentlich immer diese Sammlung, was so ständig gezeigt wird, und Wechselausstellung. Und dass die Stadt Geld freigibt zu sagen, ja, fangt auch an anzukaufen, ist eigentlich ein sehr gutes Zeichen. So, alleine im Comichaus, wenn ich da bin, es gibt ja auch Freunde des Comichauses, die sind die Sammler schlechthin. Ja. Da stehen permanent diese lebensgroßen Batmans und Supermans. Es gibt ja ganz tolle Figuren auch, die mit Sicherheit auch als Leihgabe würden die das geben. Was ist das allein dann für ein geiles Museum, wenn die dann an jeder Ecke so ein... Also ich meine jetzt, weil es einfach immer ein Eyecatcher ist. Da könnte man ja ganz viel machen. Machen wir auch. Ich würde aber sagen, tendenziell sind wir tatsächlich eher auf Artwork und die künstlerische Seite feiern und nicht so unbedingt die Merchandising-Seite, weil diese Merchandising-Seite ist ja sehr, sehr präsent bei Comic-Cons und Comic-Shops und so. Also wir möchten eher für die Kunstform werben und nicht für... Schatz, ich habe ja nun auch Theater, Film und Fernsehwissenschaften und Kunstgeschichte studiert und ich bin komplett auf deiner Seite, aber ich bin beim kommerziellen Fernsehen groß geworden und ich weiß einfach, dass es Eyecatcher sind und dass es auch Leute zieht. Haben wir ja auch. No? Aber ich will einfach diese gesunde Mischung, dass man... Ja. Man kann es Merch und man kann ja das, was populär ist, nicht ignorieren. Nein. Und wenn du darüber aber ein paar Fliegen ins Museum lockst, die dann sich auch für die Artwork interessieren, hast du... Die zwei mit einer Klappe geschlagen, meiner Meinung nach. Beim Horror stand an der Eingangstür ein Swamp Thing. Na bitte. Und adressierte in den öffentlichen Raum, Eintritt frei.
Ist doch super. Ja. Die Mischung macht's doch, oder? Mhm. Ist doch super. Bleib bitte noch 130 Milliarden Jahre gesund. Mhm. Ich wünsche dir ganz viel Glück und Erfolg und Tatkraft für viele, viele tolle, interessante Projekte. Und es ist uns wirklich eine Freude und Ehre, dass du heute Abend hier bist. Dankeschön, Alexander. Sehr Braun, gerne. Meine Damen und Herren. So, wir haben direkt ein sehr viel Inhalt ist, finde ich, in diesem ersten Comic. Und freuen uns jetzt auf den Film von meinem lieben Teamkollegen. Nur noch Stille.